Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Ich kiffe und jetzt von Plusmacher in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zu Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ich kiffe und jetzt von Plusmacher. Das Ganze am 28. Februar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das sechste Album von Plusmacher. Die Box zu diesem Release habe ich euch hier bereits vorgestellt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Wir werden mal die Folie abmachen. Und dann schauen wir uns das mal an. So. Also, wir haben hier auf dem Cover den guten Mann Plusmacher, der hier in einem Meer von Spinat badet. Goldbräuler präsentiert Plusmacher, Ich kiffe und jetzt. Produziert von The Breed. Also, bis auf den Kopf und die Arme ist hier wirklich alles verdeckt. Wir haben dann hier noch einen weißen Rahmen, so einen feinen weißen Strich hier auf den Seiten. Hier lesen wir dann auch noch Plusmacher, Ich kiffe und jetzt. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier einmal das Album auf A- und B-Seite verteilt. 12 Tracks gesamt mit 2 Features. Ein Feature von Botanica und ein Feature von Teezy. Und dann haben wir auf Seite C und auf Seite D die Instrumentals. Heftig. Also, dass man Instrumentals mit in die Vinyl packt, ist relativ selten. Aber was mir jetzt gerade auffällt, wir haben hier gar keine Instrumentals, sondern die Instrumentals. Alles klar. Ja gut, da hat sich wohl ein kleiner Druckfehler eingeschlichen. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Inhalt trotzdem passt auf der Vinyl. So, wir haben hier die Beteiligten und rechts unten gibt es noch einen Barcode. Dann schauen wir mal hinein. Hier kommt uns nochmal die Fresse vom Plusmacher entgegen, riesengroß. Und auf der rechten Seite haben wir die Credits zum Album. Also, wer war daran beteiligt, wer hat hier mitgewirkt, all das kann man hier nachlesen. Und auch hier innen Spinat all over. Gut, dann holen wir uns mal die Vinyls raus. Es ist ja ein Gatefold. Wir haben hier 2 Taschen und folglich auch 2 Vinyls. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Hier ist leer und hier ist ebenfalls leer. Also, kein Download-Code und keine CD, schade. Aber dafür eben die Instrumentals. So, wir kommen zu Vinyl Nummer 1. Die kommt hier in einer weißen, in einer weißen Papierhülle, wie wir sehen. Dann machen wir mal die Vinyl raus. Die sieht so aus. Ganz klassisch in schwarz gehalten, in der Mitte dann wieder alles voller Spinat und der Tracklist. 6 Stück auf der A-Seite. Dann haben wir die B-Seite. Hier sind auch nochmal 6 Tracks und beide Features mit drauf. Also, wie gesagt, 12 Tracks auf A- und B-Seite hier verteilt. Packen wir wieder in die Hülle und kommen zur zweiten Vinyl. Natürlich ebenfalls in einer weißen Papierhülle und auch diese Vinyl ist klassisch in schwarz. Die C-Seite mit den ersten 6 Tracks, wie gesagt, die Instrumentalversion und dann haben wir noch die D-Seite. Hier gibt es die letzten 6 Tracks auch wieder als Instrumental. Jawohl. So, dann packen wir auch diese wieder zurück. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Vinyl Edition befindet. Die beiden Vinyls hier, A- und B-Seite mit den 12 Albumtracks und C- und D-Seite mit den 12 Instrumentaltracks. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition
Ich kiffe und jetzt von Plusmacher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plusmacher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.